den Gürtel achten, es gibt sie scharf grün, wie man sieht. Nur für das hier mit. So. Wir befinden uns hier gerade im Vortrag von Bernd und von Patrick, die reden über Enten. Oder eine Maus oder so. Bei uns ist es super so, Vortrag. Unser Spiel steuert man dadurch, dass man programmiert. Möchte ich mein eigenes Ameisenvolk machen, dann gebe ich einfach mal meinen Benutzernamen ein, den ich gerne in meinem Volk mitgeben würde. Und ich nenne unsere Ameisen jetzt Patrick, Bernd, Sebit, Meise, Nita, 1, 2011. Das könnte fast ein Microsoft. Das wird ein Microsoft-Produkt, ich bin mir ganz sicher. Hallo Tom. Hey. Hast du was gegen meinen Namen? Oder? Nein, ich finde es. Du findest. Ich komme überhaupt nicht beobachtet vor. So, wenn ich das jetzt hinzufügen möchte, schmeiße ich erstmal Tom seine Ameisen raus und nehme meine und starte das Ganze. Oh. Oh, hast du den nicht aufgeräumt? Doch, eigentlich. Ich dachte. Moment, wir haben das gleich. Guck mal an. So, da steht gar nichts. Also wir setzen jetzt bloß in den Anfangsstatus zurück, wie es ist, wenn Sie das Ganze runterladen. Da war leider noch eine kleine Leiche von einem anderen Vortrag drin. Das sind Tonsmeißen. Ja, die sehen aber total gut aus. ja, genau. Ja, die sind auch von Tom geschrieben. So, jetzt aber unsere Ameisen. Genau, das sind unsere Ameisen. Also die frisch sozusagen runtergeladen wurden. Und was man sieht, ist eigentlich, dass man nichts sieht. Und das liegt einfach an der Sache, dass unsere Ameisen alle gerade noch sofort auf der Couch im Bau liegen. Kann man mal zeigen. Also wenn man über eine Maus drüberfährt, sieht man über eine Ameise drüberfährt, sieht man immer den Namen der Ameise und wie viel Energie sie gerade noch hat. Das heißt, wir sehen jetzt gerade, dass unsere Ameisen noch in ihrem Bau sind, aber nicht rauskommen. Und das kommt, damit kommen wir jetzt zum Spielprinzip von Enten, weil wir müssen ihnen natürlich jetzt sagen, dass sie mal rauskommen sollen. Denn die haben Angst. Die verstecken sich. Ja. Gut, wie fangen wir an? Um so ein bisschen Überblick zu bekommen, gibt es die Möglichkeit, hier über dieses Cooldown-Menü mal zu sehen, was in einem Ameisenleben passiert. Zum Beispiel warten Ameisen oder sie werden angegriffen oder sie sieht irgendetwas. Und das kann ich mir auswählen und so relativ schnell dorthin springen. Und ich springe jetzt mal zufällig auf die Methode, bei der wir gerade sind, bei wartet, und kann jetzt anfangen zu tippen. Und was ich machen möchte ist, dass wenn es einer Ameise mal langweilig ist, dass sie einfach mal geradeaus geht. Das hat sich als sehr clever erwiesen. Bernd, warum ist es Deutsch? Warum schreiben wir hier G geradeaus? Wir sind doch Entwickler. Ja klar, normalerweise Entwickler machen ja nie was auf Deutsch. Das ist ja schlimm, wenn ein Source Code auf Deutsch ist. Aber wie gesagt, Enten ist auch dafür gedacht, dass junge Altersgruppen damit spielen können. Und es wird auch viel an Schulen inzwischen eingesetzt. Und deshalb ist Enten wirklich komplett auf Deutsch geschrieben, damit jeder es auch wirklich verstehen kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das auf Englisch zu spielen, aber wenn Sie es runterladen, haben Sie es auch auf Deutsch zur Verfügung. Sie können alles auf Deutsch sehen. Die Hilfedateien sind alles auf Deutsch, wie gesagt, zugeschnitten für jede Altersgruppe. Das Schöne an dem Deutsch G geradeaus ist, dass die Menschen auch so ein bisschen eine Trennung bekommen. C-Sharp-Keywords sind auf Englisch und die anderen Sachen sind lokalisiert auf Deutsch. Also G geradeaus ist typischerweise ein Ameisenbefehl, während jetzt ein Integer typischerweise aus C-Sharp oder dem .NET Framework stammt. Also man kann unterscheiden an der Stelle und hilft pädagogisch. Unsere Ameisen rennen jetzt aus dem Bau heraus und es passiert hier einiges auf dem Spielfeld, aber leider nichts Sinnvolles für dich. Nein, wir haben immer noch 0 Punkte. Ja. Und jede Menge getötete Ameisen. Genau, und dafür müssen wir ihnen jetzt mal beibringen, diese Punkte machen, oder? Wie mache ich das denn? Ja, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal, was eine Ameise alles sehen kann. Weil, wenn wir in die Methoden reinschauen, sehen wir mal, was eine Ameise alles kann. Und da haben wir diese schöne Sache hier, sieht Zucker. Und das passiert halt, wenn die Ameise gerade den Zucker sieht. Und deswegen gehen wir am besten jetzt mal da rein und sagen der Ameise, was sie tun soll, wenn sie Zucker sieht. Was soll sie denn tun? Fragen das Publikum. Was soll eine Ameise tun, wenn sie Zucker sieht? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie haben vorhin gesehen, wir hatten eine Methode ohne Parameter. Einfach nur Methode, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, fertig. Jetzt wollen wir mit dem Sprint weitergehen. Wir gehen zu einem Ziel. Und wenn ich jetzt Klammer auf, Klammer zu mache, dann fällt mir, wie schon zu mir mit, ja, das ist total toll, was du da machen möchtest, aber wenn du sagst Ziel, dann wäre es total nett von dir, wenn du auch ein Ziel definieren würdest. Und jetzt gibt es hier zwei Arten von Zucker. Den blauen, oder den türkis, und den kleinen Zucker. Groß geschrieben, klein geschrieben. Was ist der Unterschied, Bernd? Ja, der kleine Zucker ist wirklich der Zucker, wo wir hingehen wollen. Und der große Zucker beschreibt, was Zucker eigentlich ist. Also, ich weiß nicht, hast du gerade Hauptdefinition da? Dann können wir anfangen. Ja, klar. Na,
habe ich Code Definition geschrieben, oder? Code Definition, genau. So, genau, wenn wir jetzt auf den Zucker gehen, dann sehen wir hier, wie der Zucker aufgebaut ist. Und da können wir schon mal sehen, das beschreibt sozusagen, der Zucker ist eine Nahrung. Und also das ist die allgemeine Beschreibung, worum es sich bei Zucker handelt. Während der kleingeschriebene Zucker im Kontrast dazu wirklich auf einen einzelnen Zucker zeigt. Sozusagen. Das ist der Zucker, der so ausschaut. Also Zucker ist irgendwie so die Beschreibung, eine Blaupause, von dem wie Zucker aufgebaut ist, deswegen ist es auch blau hinterlegt, oder wie? Genau. Kann ich das so sagen? Ja. Schön. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Ich führe das Ganze mal nochmal aus. Simulation und starten. Und mit ein bisschen Glück. Ja, guck mal hier. Genau. Die Goldi. Goldi hat es als erstes geschafft. Goldi hat es als erstes geschafft. Übrigens, alle Ameisen haben Frauennamen. Es gibt nur weibliche Ameisen bei uns. Außer ein paar, die Patrick heißt. Aber die Wanzen sind alle männlich. Hab ich eingetötet. ja. Dann, ja, ist ja super. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt kriegen unsere Ameisen am Zucker fest, dem scheint es dazu gefallen. Vielleicht ja, eine Sonnenstrahlung oder so. Ja, vielleicht sollten wir ihnen sagen, was sie tun sollen mit dem Zucker. Ja. Nehmen vielleicht oder so. Genau, und nach Hause bringen. Das ist ein guter Plan. Das machen wir mal. So, es gibt ja wohl ein bisschen, es gibt diese Ziele erreicht, ne? Da kann ich ja bestimmt irgendwie sagen, sowas wie, wenn du gerade da bist, dann nimm doch einfach mal. Und was nimmst du, den Zucker? Sie merken schon, wir wiederholen uns hier an der Stelle, so ein bisschen didaktisch, und nochmal das gleiche tun. Und jetzt geh zu Bau. Hier sieht man jetzt auch schön den Unterschied zwischen parametrisierten Methoden und nicht parametrisierten Methoden. Und ich starte das Ganze einfach nochmal. Und was wird jetzt passieren? Meine Ameisen werden den Zucker nehmen und nach Hause laufen. Hoffen wir. Hier. Tun sie nicht. Da ist was passiert. Guck mal. Die. Oh, Bernd. Aber die nehmen den Zucker, ne? Ja. Publikum, Hilfe! Was ist hier los? Was ist passiert? Das ist mein Film. Sind Entwickler anwesend? Okay. Hey, erklären wir das Konzept noch einfach. Also, wir haben mal ein bisschen einen Zuckerbau hier aufgebaut. Ja. Also, ja, ich mach mal den Zuckerbau oder sowas. So. Ja, machst du die Ameise dann? Dann mache ich die Ameise. Ja, okay, ja. Wir haben hier einen Zuckerbau. Also, wir haben ihn gerade aus der Cafeteria geklaut. Mein Problem ist, setze ich hier als Ameise dahin, nehme den Zucker. Aber jetzt sagt mir dieser Depp von Entwickler, ja, wenn ich einen Zucker sehe, soll ich zum Zucker gehen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, will ich zum Bau, aber ich sehe ja noch den Zucker. Das heißt, ich komme nicht weg. Weil ich sehe ihn ja noch. Hab ich nicht verstanden. Was? Wie ist das denn? Ja, weil jedes Mal, wenn ich versuche, mich umzudrehen, sehe ich wieder den Zucker. Und ach so. Mir wurde ja gesagt, wenn ich Zucker sehe, soll ich zu ihm gehen. Es gibt zwei Befehle, die sich hier widersprechen. Genau. Hand raus. Ja. Okay, ja gut. wir haben hier übrigens schon einen Ring gebaut. An der Stelle. Auch schön, wir warten jetzt mal, bis eine Wanze vorbeiläuft und einfach mal ein paar Ameisen holen. Ja, sieht gut aus. Versagen. Super, da oben. Gut, also das scheint irgendwie ein ganz krasses Killerspiel zu sein hier an der Stelle. Ja. Ja gut, ab 18. Bernd, was, nein, anders gefragt. Was können wir denn jetzt tun? Ich gebe auch einen USB-Stick aus. Umdrehen. Soll sie umdrehen? Ja, aber sie zum Bau. Zum Ziel gehen, wenn er nicht beladen ist. Das ist mein USB-Stick wert. Das ist super. Das haben wir noch USB-Sticks hier? Ja, habe ich. Irgendwo. Ich verspreche immer Sachen, die ich gar nicht habe. Das ist awesome. Ja, Tom kann ja welche holen. Ich überlege gerade, wo ich habe. Ich habe. Sie bekommen jetzt einen wunderschönen Intunes USB-Stick. Intune, ohne S. Ach, dann halt Intune. Ja. Ist aber auch ein tolles Produkt. So. Und ich schaue dann so lange einfach mal weiter. Nach vorne. Ja, genau, mach doch du mal. Ja. Genau. Was kann ich denn da tun jetzt? Ja, wir müssen ja wieder in Sie Zucker rein. Gehen wir in die Sie Zucker. Und wir haben jetzt so, netterweise haben wir das eingebaut, dass die Ameise hat sozusagen eine virtuelle Tasche und die können wir natürlich abfragen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen If machen. Also If, weil wenn die Ameise schon Zucker hat, soll sie ja nichts mehr tun. Ja, verstehe, Und da finden wir jetzt halt hier aktuelle Lasten. Die sagt uns, ob die Ameise irgendwas dabei hat oder nicht. Und da schauen wir halt jetzt einfach, das soll sie nur machen, wenn sie keine Last hat. Also stellen wir da 0 rein und packen das einfach nach oben rein. Das sagt uns dann, wenn die Ameise nichts trägt, geht's jetzt zum Zucker.
Ansonsten ignoriert sie das Ganze. Ja, aber Bernd, was hat denn das mit diesen zwei S-Kleinen auf sich? Das sieht ja total lustig aus. Ja, wir Entwickler sind ja da ein bisschen komisch. Also wir streiten uns immer mit den Mathematikern, wie das eigentlich funktioniert. Wenn wir nur ein S-Gleich schreiben, dann heißt das immer, das, was davor ist, hat den Wert von dem, was danach ist. Und deshalb müssen wir uns entscheiden, wenn wir was vergleichen wollen, brauchen wir dummerweise zwei S-Gleich. Aber equals equals klingt auch viel cooler als nur S-Gleich. Also S-Gleich ist cooler als S-Gleich. Gut, genau. Sie haben es gelernt. So, wir schaffen gibt es übrigens noch 3 ist gleich. 3 ist gleich? Ja. Ist gleich. Ja. Wenn du typsicher vergleichen willst. Typsicher vergleichen willst. Das gibt schon. Also wir entwickeln das gut. Ja, lass mal los. Ja, lass mal schauen. Lass mal starten hier. Der 5 wäre es gewesen. So. Ja. So, ja, die sind ja noch drin. Ja, klar. Awesome. Jetzt aber. Ich glaube, ganz fest mal. So. Ja, die hat sich umgedreht, die ist wieder zurückgelaufen. Danke. Ja, und wir haben die ersten 5 Punkte erreicht. Hey! Ist das nicht was? Ist ja gar nicht so schwer. Highscore. Ja, jetzt, wie ist das mit den Äpfeln? Ja, wir haben natürlich auch noch Äpfel da. Ist es eigentlich erlaubt, Microsoft-Mitarbeiter zu fragen, wie das mit dem Äpfel ist? Nee. Ja. Ja. Wir haben Apfel hier. Schön. Ich mag jetzt nur einen Apfel sammeln. Ja. Wollen Sie nicht lieber kämpfen? Nichts. Dann gehen wir auch drehen. Oder wollen Sie lieber kämpfen? Kämpfen oder Äpfel sammeln? Kämpfen. Ja, dann kämpft man. Lieber dann kämpft man. Los geht's. Ja, aber die werden aber alle sterben. Nein. Nee, genau. Ja, kämpfen geht auch relativ einfach. Wir schauen mal wieder, was wir zur Verfügung haben. Und ja, hier. Ich sehe hier, Sieg Feind. Ah, Wanze. Das schaut auch schon mal ganz gut aus. Da steht auch Wanze dabei. Also das werden ja die blauen Dinger sein. Das mit der Wanze, ich muss das mal kurz aufklären. Folgendes, wir hatten ja ursprünglich Käfer genannt, hat der Bernd ja schon gesagt. Und der Professor hat uns angeschrieben und gesagt, das ist der typische Informatiker, keine Ahnung von Natur, Käfer haben kein Interesse an Ameisen. Ja? Nur Wanzen interessieren an Ameisen. Dann haben wir gesagt, naja gut, aber dann haben wir erstmal auf Leo nachgeguckt. Bei uns war ganz wichtig, dass der Gag dabei erhalten bleibt. Wir wollten, dass es weiter ein Bug ist. Ja? Wir wollten immer, dass wir gegen Bugs kämpfen. Ist okay, in Amerika unterscheidet man nicht zwischen Käfer und Wanzen. Gut, kämpfen wir mal. Doch, der Käfer ist der Beetle. Also der Bug Käfer ist eine Wanze, das stimmt schon. Der Käfer ist der Beetle. Also, eigentlich haben wir alles falsch gemacht. Aber wir waren Studenten und Junge brauchten das Geld. Ist übrigens ein Studentenprojekt, also von ehemaligen Studenten entwickelt worden. Einer davon steht hier gerade und filmt. Ist der Herr, der jetzt für Internet Explorer werden läuft? Ja, wir wollen angreifen. Wie machen wir das am besten? Ja, ich würde sagen, wenn wir einen Feind sehen, greifen wir an. Ja, einfach eiskalt rein, oder? Ja, klar, greife an. Okay. So, nehmen wir ihn mal. Da können wir auch wieder mitgeben. Wir haben auch hier wieder die große Beschreibung, die blaue Beschreibung, Blaupause, eine Wanze ist eine Wanze und die kleine sagt aus, welche Wanze wir eigentlich meinen. Ja, aber Bernd, das ist jetzt eine Frage. Wie viele Lebenspunkte hat so eine Wanze? 10-mal so viel wie eine Ameise. Hm. Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, die werden alle sterben. Da toll. Ja. Das ist aber. Wir hatten auch mal einen Wettbewerb, wo wir Borderline-Ameisen machen wollten. Ja, richtig. Wer die meisten Ameisen in einem Spiel tötet. Aber andere Frage. Also, wenn ich jetzt schon Nahrung habe, das ist ja auch blöd. Also, wenn ich jetzt Nahrung habe, dann laufe ich ja Richtung Bauch und dann kommt eine Wanze und dann greife ich die an. Ja, mit der Nahrung auf dem Rücken ist doch klar. Ja, okay, ja, lass laufen. Können wir mal fallen lassen. Ja. Oder? Lass mal erstmal die Nahrung fallen. Lass mal die Nahrung fallen. Das können wir natürlich auch machen. Das macht keinen Sinn. Ja, ist ja auch schon. Ah, lass die Nahrung fallen. Sehr schön. Cool. Ja, gut. Ja, fest nochmal, wie viele Ameisen wir getötet bekommen. Gut. Es geht los. Hier. So, ha, super. Super. Amazing. Wir haben schon 4 dritte Ameisen. 19, 11. Ja, okay, das Konzept überzeugt mich nicht. Ja, komm, lass mal Äpfel sammeln jetzt. Wir machen das mit dem Kleinen. Lass mal Äpfel sammeln jetzt, komm. Okay, Äpfel, ja, klar. So. Ja, die sind ja eigentlich relativ analog. Ja, kannst du mal kurz kopieren. Ja, da haben wir. Wir müssen sehen, ich eine kleine Geschichte zum Thema Ameisen und Zucker. Denn folgendes, wir hatten die ersten Ameisen-Weltmeisterschaften, hier ist kein Scherz, auf der Student Technology Conference. Was wir da gemacht haben ist, wir haben quasi Teams gegeneinander antreten lassen. Und da gab es die Borg, ja, also von Raumschiff Enterprise, die Borg. Und das waren Kollektiv-Ameisen. Ja, und die haben folgendes getan. Sie sind ganz schnell zum Zucker gerannt, haben eine Straße gelegt und ganz schnell wieder zurückgerannt. Und die haben sich nur auf Zucker konzentriert. Und wenn ein Käfer kam, das hat die gar nicht interessiert. Also sie haben gar nicht gekämpft, die haben einfach nur Zucker gesammelt.
und extrem schnell. Und man kann hier seinen eigenen Ameisen in so Kasten aufgliedern, also kann ihm so Spezialeigenschaften geben. Das heißt, ich könnte meiner Ameise zum Beispiel sagen, ja, du bist eine Kriegerameise und du bist eine Sammlerameise und du bist eine Magier 5 Ameise, also diese Dinge mehr. Gut, das mit dem Magier war jetzt genug, aber was man halt machen kann, ist das Ganze ein bisschen ja, zu customizen und einfach zu schauen, ja, die eine Ameise ist schneller, die eine kann mehr tragen, die eine kann besser kämpfen. Ja, unsere Ameisen sollten jetzt eigentlich Obst tragen. Ja, super, zeig doch mal. Hoffe ich mal. Ja. Schauen wir mal. Also, die Idee ist, warum wir das jetzt tun, kann man ja vielleicht mal erzählen, dass unsere Ameisen jetzt hier Äpfel sammeln. Ja. So ein Apfel ist ja enorm schwer, also für so eine Ameise. Man muss sich vorstellen, das ist ein Apfel. Ja, die Ameise passt ja dann gerade mal so runter. Ja, ich, aber die machen das ziemlich gut hier. Die laufen da schon in die Richtung. Und, ja, jetzt funktioniert das vielleicht auch mit den Töten ein bisschen besser. Ja, aber ich sehe ja schon, dass alle Ameisen mithelfen. Also die helfen alle mit. Finde ich total toll. Ah, was ist denn hier los? So, erklär mir das. Ja, das ist spannend. Ich habe Angst. Nein. Manchmal macht man mal eine Pause auf dem Spielfeld, ist doch okay, oder? Oder was? Ja, aber hier oben, der Apfel. Und jetzt? Boah! Eine ganze Gruppe von Ameisen. Also eine Ameise ist zu schwach zum Kämpfen, oder? Ja, aber jetzt haben wir ja Gruppen. Jetzt könnte es halt vielleicht besser klappen. Alles klar, ich habe eine Chance. Machen wir. Wir fragen mal ab, wie viele wir in der Gruppe sind. Ja. Und dann greifen wir an. Also Ameisen sind natürlich auch intelligent. Die können auch schauen, wer so alles gerade mit den Freunden in der Nähe ist. Und dafür gehen wir jetzt wieder in die... Sieht Feind, oder? Genau. Lass mal das mit der Nahrung weg, das ist total langweilig sonst. Ach so. Du willst noch mehr Ameisen töten? Ich möchte nur mehr Bugs reindrücken, damit man mal sieht. Ja, dann schauen wir erstmal, wie viele in der Nähe sind, oder? Ja. Oh. Genau. Was haben wir denn da? Verbündete Nähe oder irgendwie so? Nee, Anzahl. Ach so. Anzahl in Sichtweite. Anzahl Ameisen in Sichtweite. Wie viel wollen wir denn? 10. Mehr als 10. Mehr als 10 sind wir 11, haben wir mehr Lebenspunkte als ein Käfer. Ja. Und dann greifen wir an. Was machen wir denn, wenn wir weniger als 10 sind? Ja, dann laufen wir weg, oder? Also, ich laufen. Ja, wir gehen weg, das sind ja nicht Feiglinge, oder? Ja gut, dann gehen wir weg. Dann rennen wir weg. Geh weg von... Aha, warte, alles klar. Awesome. So. Ja, so, ja, lass mal laufen. So. Ja, guck mal, da ist noch ein weglaufen. Ja, schon wieder. Ja, aber meine Apfelbrigaden, ja, die sammeln sich hier gerade. Jetzt aber. Also irgendwie scheint es so zu sein, als das Gruppenameisen total gut sind. Du, Bernd? Ja, wir haben aber noch nichts getötet. Das ist total doof, guck mal. Es sieht nicht so aus, als würden wir zum Bau gehen. Nee. Tja. Wir spielen ein bisschen Kong. Ja. Mit den Händen. Also, ich weiß ja auch nicht. Ja, die hier oben sind aber schnell unterwegs. Vielleicht treffen wir den Bau. Tja. Ja, was machen wir da? Ja, was machen wir da? Liebe Audience, was machen wir denn da? Bitte? Ja, aber das haben wir schon gemacht. Also zum Bau gehen wir schon. Das Problem ist, dass wir die Nahrung haben und dann ziehen wir eine Wanze und dann sind wir aber weniger als 10 und dann rennen wir einfach mit der Nahrung weg. Oder, dass wir mehr als 10 sind und dann einfach mit der Nahrung angreifen. Das war dieser Befehl, lass die Nahrung fallen. Also, wir müssen die Nahrung fallen lassen. Ja. Sieht zwar lustig aus, ist aber nicht so effektiv. No. Lass mal doch mal die Nahrung wieder fallen. Ja. Wenn ich wegrenne, kann ich dann auch mit dem Zucker wegrennen oder soll ich immer mit der Nahrung? Also. Ja, wenn man wegrennen, kann man es auch behalten eigentlich. Dann müssen wir bloß. Ja, aber dann rennst du ja mit dem Apfel weg. Ja. Aber nicht mehr zum Bau. Dann ist der Apfel sicher. Passt doch. Der muss ja nicht zum Bau. Die können sich ja irgendwo einen schönen Urlaub mit dem Apfel machen. Ich halte das nicht für sinnvoll. Na gut, dann lassen wir es da auffallen, oder? Ja. Gut.
Kamera frei. Ist ja aufgefallen, dass unser Name zu lang ist. Ja. Ich werde das mal annotieren. Muss ich den Entwicklern schreiben. So. Ach, wir laufen immer noch weg. Ja, jetzt machen wir es noch weniger als 10. Jetzt, pass auf. Das ist meine. Oh. Ja, blöd, dass da keine Matze ist. Ah, das ist gut. Oh, Mist, alle gefressen. Ah, die, jawohl! Ah, ja, ja, wir haben eine Ranze gekriegt. Amazing! Awesome. Noch eine. Das hat es nur 80 Ameisen gekostet. Das ist super. Ja. Ja, Bernd, was kann man denn jetzt noch machen mit den Ameisen? Ja. Weiß nicht. Schlag mal vor. Wollen wir mal Markierungen machen? Kann man machen. Wenn du möchtest. Alles gut. Du darfst auch mal wieder machen. Da brauchen wir wieder was machen. Ja. Gut. Wie lange haben wir denn noch? 5 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten. Das reicht doch. Das reicht. Ja. Wenn man übrigens. Genau, jetzt kommen wir zu dem, was Sie ganz am Anfang gesehen haben: diese schwarzen Felder, mit denen Ameisen scheinbar kommunizieren. Und das versuchen wir jetzt gerade mal auch nach unserem beizubringen, damit die auch reden können und nicht nur gucken. Genau. Und ich möchte Ihnen noch an der Stelle etwas ganz Tolles zeigen. Denn alles, was wir hier so lustig machen, können Sie auch nachlesen. Und zwar in der Entenhilfe. Und da gibt es Lektionen, zum Beispiel, wie kämpfe ich mit Panzern? Wie sammle ich Nahrung? Und das Ganze gibt es für Visual Basic.net, für C-Sharp und für C++, Managed C++. Ja. Aber der Hilfe gar nicht, sehe ich gerade. Also Sie sind von der Programmiersprache hier relativ besser, als ich der Tentel davon bleibe. Und hier gibt es unter anderem, wie spezialisiere ich meine Ameisen? Das habe ich ja vorher schon erwähnt, so im Kriegerkasten. Und es gibt noch, wie benutze ich Markierungen? Hier. So. Ich gehe aber mal wieder hier rein. Bernd, wann wollen wir denn was markieren? Ja, ich würde mal sagen, wenn wir auf Weg zu Hause sind, dann schon ein bisschen mehr Zucker, oder? Mhm. Oder das Obst. Oder wir schreien dann, je nachdem, was wir machen wollen. Wir können auch einfach nach Hilfe schreiben, um keine Wanze sehen. Ist ja auch lustig. Ja, machen wir doch das. Sollen wir das machen? Ja, genau. Oder wollen wir eine Ameisenstraße bauen? Ihr habt es euch nicht abgesprochen, ne? Nee, wir haben es nicht abgesprochen. keine Ahnung, kommt drauf an. Was willst du machen? Ja, das Brutalere oder eher das. Frag doch das Publikum! Ja, frag doch das Publikum! Ihr müsst Publikum, was wollen wir denn machen? Hilfe! Ich hab's nicht Hilfe! Hilfe? Ein Hilfeschrein, wenn der Wahnsinn uns angreift oder so? Siehst du, keiner macht deinen Zucker. Finde ich nicht fair. So, gut. Also dieser Tick-Event wird immer aufgerufen, wenn ein Tick vorüber ist in diesem Gameplay und da kann ich Markierungen klassischerweise anlegen. Beziehungsweise, ich kann Markierungen natürlich auch anlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo renne und Hilfe benötige. Vielleicht machen wir es einfach mal so, dass wir hergehen und sagen, wenn ich einen Feind sehe und ich bin allein, ziehe kein Matze, dann könnte ich ja meine Markierung spielen. Und zwar mache ich das über Sprühmarkierung. Und jetzt kann ich hier eine Information hinterlegen und auch eine Größe beschreiben. Also, wie groß soll denn meine Markierung sein werden? Ja, das so weit wie möglich, damit wir so viele wie möglich erreichen, oder? Ja, dann machen wir es halt. Sowas hier in der Richtung? Ja. Oder vielleicht 1000? Ich weiß nicht, ob es geht. Was ist das denn? Was sagt die Zahl denn? Die Zahl, ach ja, richtig, gute Frage. Was sagt denn diese Zahl eigentlich? Diese Zahl sagt aus, wie weit meine Markierung ausgedehnt werden soll. Wie zeigt das denn? In Ameisenschrittchen. In Ameisenschrittchen übrigens. Also ein Ameisenschritt ist ganz klein, aber wir füllen es einfach mal aus und gucken, was passiert. So. Nimmst du mich auf Kontext? Ja, das ist ein bisschen klein, oder? Ja. Machen wir es größer? Also es hilft ja nicht viel, wenn die. Jetzt haben wir da auch bei kleinen Bubbles auf dem Spiel. Finde ich aber auch ganz lustig eigentlich. Wir können ja was malen damit. Wir haben doch keine Zeit mehr dafür. Ja. Was wir aber machen können, ist das noch ganz ein bisschen größer machen. Und bei Tick könnte man jetzt darauf reagieren,
und sagen, wenn du das siehst und du bist gerade in der Nähe, dann könntest du helfen. Also aber nur dann, wenn du nichts anderes zu tun hast. Also würde ich jetzt mal kurz fragen wollen, if... Es gibt eine eigene Markierung, wir machen ein eigenes Event dafür, riecht Markierung. Echt? Ja. Riecht Markierung? Riecht Markierung. Hier gibt es nämlich eine Methode, die heißt Riechmarkierung. Und wenn ich zu der Markierung gehe und ich rieche die, und also das ist ja so Duftsprühe, und ich habe nichts anderes zu tun, dann kann ich ja helfen. Das mache ich jetzt einfach mal, indem ich sage, aktuelle Last. Also wenn ich nichts frage, dann, was mache ich denn dann? Gehe zur Markierung am besten, ne? Mhm. Geh zu Ziel. Wo gehe ich hin? Zu der Markierung. So. Das wird jetzt auch einen lustigen Seiteneffekt geben, aber das machen wir jetzt noch kurz. Bevor die Kollegen uns hier hijacken. Ja, hier wollte noch niemand aufbauen. Da können wir ein bisschen was. Die sind immer noch ein bisschen klein. Ach ja. Schnickschnack. Sieht Feind war das. Ne, hier, ich bin allein, ich sehe den Feind. Ich mache jetzt mal eine ganz große Markierung. Ja, irgendwie nimmt deine Markierung nicht so ganz. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es ein. Ja, wahrscheinlich geben wir nur die Information. Ja. Da war die richtige Antwort. Hast du einen USB-Stick? Richtig. Hast du den USB-Stick? Ich habe einen USB-Stick. Für diese Antwort gibt es einen USB-Stick. Der zweite Parameter fehlt. Wo war das? Was war hier? Sie sammeln die Dinger? Ja. Sehr gerne. Ja, da machst du nichts. Ja. Der Tom schreitet hier ein, das ist nett. Machen wir das nochmal so. Machen wir das nochmal so und lass es nochmal laufen. Genau. Ja, das ist wohl der Wert zu groß. Jetzt ist es zu groß. Dann kann nicht alles passieren. So, Zeit vorbei. Das ist ja ein Lernspiel. Ja, das soll ja lernen. Genau. Das ist aber auch schön, dass sich die Wanzen jetzt hier schön bedienen können. Ja. So, mit diesem schönen Feuerwerk an Informationen gehen wir jetzt einfach an den nächsten Kollegen. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Endme zu machen, besuchen Sie mal unsere Internetseite www.endme.net. Genau, wie gesagt, das ist alles kostenlos. Genau, die Entwicklungsumgebung des Studio Express ist kostenlos, damit kann man anfangen. Und Sie können auch zum Beispiel einen CT-Artikel darüber lesen, ist von der CT als gut befunden worden. Und ja, viel Spaß beim Programmieren und genau. Spielen. Wenn Sie noch Fragen haben, wir stehen draußen in der Geek-Ecke, denke ich. Und ansonsten um 2 Uhr rede ich noch ein bisschen darüber, wie man Endme nach Facebook bringt. Ja, da kann man nämlich auf Facebook Endme spielen. Genau. Wird also heute Release der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Seien Sie ja, dabei. Ja, vorgestellt, nicht released. Man kann nur eins von beiden. Gut, vielen Dank. Dankeschön.